Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren. Ah, nee, wir müssen, glaube ich, Fitness, ja. Willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Und ich hoffe, dass der V weiter so gut spielt wie bisher und dass wir eine kleine Serie hinlegen können. Ich muss mich einfach nur konzentrieren, weil ich möchte wenigstens Gold 3 schaffen. Das sind jetzt drei Siege aus 10 Spielen. Und es fängt natürlich mit dem ersten Sieg an. Das heißt, mit dem Spiel jetzt, das wir jetzt spielen, das kann ich schon gewinnen. Dann sind es nur noch zwei Spiele aus 9 Spielen. Deswegen anstrengend, fokussiert sein. Ich bin eigentlich, es klingt echt blöd, aber ich bin mit meiner Abwehr ganz zufrieden, weil die Tore, die ich zurzeit fresse, das sind halt einfach oft Tore. Ich habe den Ball oder ich stehe im Passweg. Der Gegner bekommt den Ball aber trotzdem und schießt das Tor. Also, das sind halt einfach Tore, wo ich sage, okay, da mache ich nicht viel falsch. Was soll ich da anders machen? Von daher bin ich eigentlich, also es sind auch ab und zu jetzt schon, also klar, es sind in der Weekend League auch schon Tore gefallen, wo ich einfach, oh ey, was hast du denn für Soing, dass du nicht gegen mich zocken willst, ey? Es sind auch schon Tore gefallen, wo ich sage, okay, da habe ich halt einen Fehler gemacht. Das darf halt nicht passieren. Die Tore dürfen nicht passieren. Aber ich habe so oft verloren, ich habe so viele Tore gefressen, wo ich einfach sage, ich war doch dran. Was soll ich noch machen? Nee, komm, nehmen wir was anderes. Bitte. Na, also. Das passt doch. Bitte kein starkes Team. Oh. Okay, das ist nur Once to Watch bei I. Aber Inform Mané und dann, ja. Also es war schon ein sehr gutes Team. Ich glaube, Hazard hat auch noch gehabt. Dann bitte diesmal keine individuelle Klasse, die Tore schießt. Vielen Dank. Zumindest nicht beim Gegner. Gerne der V bei mir. War ein normaler Pass. Matic macht was ganz Merkwürdiges draus. Dann setzt du mich leider unter Druck mit meiner Nähe, dann mache ich den Fehler. Okay, das scheint mir jemand zu sein, der gerne ganz schnell rumrennt. Drehe ich mich leider zu sehr in den Gegner rein. Ist immer relativ schwer am Anfang zu einzuschätzen, wie die Gegner da die Mitte verteidigen. Oh! Was? Oh, zum Glück, ey. Was war denn das für ein Dreck von Shaw, ey? Er war so schlecht, der Pass. Alter, ist der Typ aggro. Das ist unglaublich. Aber wenn er so weitermacht, dann kriegt er vielleicht ein paar gelbe Karten oder vielleicht sogar rot. Ist der aggro, ey. Krass. Das ist richtig aggro. Dadurch ist es halt auch schwer, einen ruhigen Spielaufbau zu betreiben, so wie ich den gerne mache. Manchmal hat man auch Glück und ist vielleicht mal durch, aber diesmal war er halt nicht perfekt gelaufen. Ja, es hat zu lange gedauert. Danke. Puh, das wird anstrengend, das wird schwer. Ich überlege gerade, ob ich auf defensiv einstelle. Sollte eigentlich ganz gut passen, dass wir vielleicht noch einen Spieler weiter hinten haben. Leider zu nah dem Gegner, ich hätte nicht vorlegen dürfen. Oder muss halt perfekter vorlegen.
Oh, wenn der durchkommt, fuck! Alter, was für eine Aggro-Rammelsau. Definitiv mit einer der aggressivsten Spieler, die ich bisher als Gegner gehabt habe, würde ich sagen. Continue, ne? Passmonster macht dann so einen Drecksfehlpass. Sehr schön von Shaw. Krass. Boah, zum Glück, ey, zum Glück. Aber das sind auch Winkel, da schießt man keine Tore im Normalfall. Fuck, ey, der ist so aggro und der hat leider so schnelle Spieler vorne. Der geht einfach nur auf massiv Konter-Aggressivität durchdrehen. Ich habe gerade so im Hinterkopf, wenn ich ein Tor gegen den schieße, probiere ich meine Fünferkette. Also, es ist gerade so in meinem Hinterkopf drin. Warum, weiß ich nicht, aber. Ja, ist halt einfach da gerade so drin. Getunnelt. Oh, wäre das geil, wenn er mich einfach mal treffen würde bei so einer Grätsche. Wieder Pass auf engsten Raum, der nicht ankommt, das ist rot. Oh, warum wird denn sowas nicht rot gepfiffen? Das verstehe ich nicht. Als ich das eine Mal wirklich total ungefährlich reingrätsche in den Gegner, da gab es rot für mich. Und wenn der eindeutig zu spät kommt und den Torhüter noch erwischt, das aber halt so programmiert ist, dass das nicht passiert, dann gibt es da natürlich nichts, ne? Es ist klar. Schade. Hätte ich vielleicht sogar nochmal auf Sterling weiterlegen sollen. Aber wenigstens mit meiner Ecke. Vielleicht. Jetzt ein Tor wäre geil. Gegen so einen Gegner. Gegen so eine Aggro-Rammelsau. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr so ein Kopfballsteigen davon. Aber Smalling macht sich jetzt mal bereit. Mal gucken. Boah! Er kommt echt gefährlich von Bailly. Hätte ich nicht gedacht. Weiß gar nicht, was er für Abschlusswerte hat. Aber die Innenverteidiger haben, glaube ich, keinen guten Schuss. Okay, das machen wir jetzt, bis die 90 Minuten vorbei sind, bis zum Elfmeterschießen. Alter, das gibt's doch nicht, dass er immer noch irgendwann rankommt, verdammt. So, Smalling jetzt aber. Smalling jetzt aber! Ich hab's euch gesagt! Smalling jetzt aber! Soll ich echt mal eine Fünferkette probieren? Mein Gefühl sagt mir halt, es wäre keine schlechte Idee. Smalling jetzt aber, er macht ihn ins lange Eck, auch mit dem Fuß, aber er macht ihn rein. Das glaube ich echt, ich stelle jetzt mal auf Fünferkette um, einfach weil das so mega aggro ist und so kontergefährlich und so schnell. Ich will es einfach mal testen. Ich meine, wenn ich damit gewinne, why not? Ich will es mal testen, mal gucken. Oh, das macht er leider gut, das macht er leider gut. Ich teste mal, ich denke mal auf eine Fünferkette um. Jetzt muss ich noch gucken, wo sind denn hier Fünferketten? Was gibt es für Fünferketten? 5-3-2, 5-2-2-1, 5-3-2, 5-2-1-2-1. Ich glaube 5-3-2 nehme ich mal. Schon. Matic, Smalling. Sterling. So, ich teste das mal so. Ich habe keine Ahnung, ob es eine gute Idee ist, ob ich da jetzt besser stehe. Ob ich damit besser stehe oder schlechter, ich habe keinen Plan, ich will es einfach mal testen.
wieder so eine Kack mit der Hacke Weiterleitung, wie mir jetzt auf den Sack geht, ey. Bin echt gespannt, ob so eine Fünferkette Sinn macht. Aber der ist so aggressiv, ich würde sagen, mit einer der aggressivsten und einfach so schnell und so konterstark von. Warum nicht? Ich meine, ist doch auch mal ein strategisches Mittel. Ich hasse zwar Fünferketten, aber ich probiere es einfach mal. Ach ja, Reus und Dembele. Und Matic passt halt perfekt als Innenverteidiger. Das darf man auch nicht vergessen. Eine Pause habe ich noch, falls ich dann doch wieder umstellen will. Aber ich habe ja schon gesehen, wie anfällig ich in der Formation bin. Von daher nehme ich das Lackertor doch gerne mit. Schade. Doch gerne mit, um zu versuchen, wie sich so eine Fünferkette spielt. Boah. Und da ziemlich Speed mit, aber gegen Smalling kommt man zum Glück nicht zurecht. Ich meine, vielleicht ist dann auch eine Fünferkette. Generell eine Option gegen Gegner, die halt einfach so schnell sind und die so krass durchkommen. Warum nicht? Einfach mal testen, mal gucken, wie es läuft. Wenn es gut läuft, dann muss ich das ja nicht nur jetzt machen. Ich meine, ich habe echt selten nur Gegner, wo es richtig beschissen läuft und die einfach totale Übermacht haben, aber ab und zu kommt es ja leider mal vor. Halt echt deutlich weniger Spieler hier vorne, die man anspielen kann. Sollte übrigens eine Schusstäuschung werden. Ich glaube, ich habe aber nicht richtig auf Passen gedrückt und er wollte schießen. Oh, ich trottel. Immer denke ich, ja, du kommst schon irgendwie durch. Du manövrierst dich schon irgendwie durch und dann, ja, mache ich es halt doch nicht. Ja, ich habe direkt auf Schießen gedrückt, was sonst? Hat natürlich nicht geklappt. Schön gemacht von Bailly. Fünferkette ist so viel einfacher zu spielen, es ist so zum Kotzen eigentlich. Weil es ja eigentlich, oh, danke. Also eigentlich zeigt, dass halt Fünferkette wirklich einfach ist. Ich werde mit euch, ich würde mit Fünferkette viel besser spielen. Aber es spielt halt niemand, der ein bisschen Sachverstand hat. Wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, wenn man im Spiel gegen entsprechende Gegner auf Fünferkette stellt, also taktisches Mittel halt, kann ich nachvollziehen. Aber wer halt standardmäßig auf Fünferkette spielt, das verstehe ich halt nicht. Es ist so viel schwerer für einen Gegner durchzukommen, da kommt einfach überhaupt nicht mehr zum Zug, so krass. Ich meine, klar, es könnte auch daran liegen, dass ich seine Spielweise geändert hat, aber ich glaube es nicht. Es wird vor allem auch daran liegen, dass er jetzt halt wirklich 5 Gegner vor sich stehen hat. Und die muss er erstmal überwinden. Und es sind halt gute mit Smalling, Matic, Bailly, das sind halt auch einfach gute Innenverteidiger, plus 2 anständige Außenverteidiger. Stellt euch mal vor, man hätte 3 absolut überragende Innenverteidiger plus 2 überragende Außenverteidiger. Wie verdammt Glück gehabt. Wie verdammt schwer das wäre. Aber es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei, Freunde. Es ist noch nicht vorbei. Boah, war das schwer hier rauszukommen gerade.
ist schade. Das war dumm. Warum gehe ich denn da so aggro drauf, so klar sich einfach umdreht? Jetzt kommt er leider wieder besser zum Zug, muss ich zugeben. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich jetzt wieder schlechter spiele. Sehr geil von Reus. Knapp. Und er einfach keine Fehler mehr im Aufbauspiel macht. Am Anfang hat er immer mal einen Fehlpass drin gehabt. Oh nein. Scheiß Dreckslack wieder mal. In der 80. Warum lag? Weil mein Spieler eigentlich vor ihm ist und er drückt dich einfach durch. An Bailly glaube ich auch noch. Egal, ich spiele die Formation weiter. Das soll ein hoher Laufpass werden. Ja, da hat sich wieder mein Spieler. Oh, fick dich, ey. Mein Spieler hat wieder den eigenen Mitspieler umgerannt, was dazu führt, dass. Oh. Wieder so ein knapper Pass, der nicht kommt. Sollte natürlich nicht auf ihn gehen, der Pass. Was für ein bitteres Gegentor in der 80. Nee. Fuck. Oh, nur weil der sich abdrängen lässt von Sturridge, ey. Ich weiß nicht, ob Sturridge einen krassen Körper hat. Kann sein. Aber trotzdem. Viel besser positionieren. Er schiebt sich einfach vorbei, wie bei FIFA 13 oder so. Überleg gerade, ob ich jemand anderes einwechsel. Für Coutinho, Shaqiri zum Beispiel. Das passt eigentlich ganz gut da rein. Alter, war das knapp. Oh mein Gott. Ja, und er lackt sich natürlich wieder den Ball, obwohl ich ihn... Oh nein. Geil, wie Smalling noch rankommt. Obwohl ich halt eigentlich die bessere Position hatte, bekommt er halt wieder den Ball. Weil er passt halt auch wieder... irgendwie nicht geil angenommen wird. War ein schwieriger Winkel. Alter. Halsmaul. Und warum verliere ich das Spiel wieder? Wieder wegen Glück des Gegners. Das ist ein absoluter Sonntagsschuss wieder. Dann überhaupt, dass er sich beim 1-1 gegen meinen Spieler durchsetzen kann. Es ist einfach unglaublich. Ich gehe jetzt... Nee, ich lasse die Formation. Die hat eigentlich ganz gut funktioniert. Auch wenn... Ich gehe jetzt einfach offensiv oder so, aber die hat funktioniert. Wenn ich jetzt auf 4-3-2-1 umstellt, das klappt eh wieder nicht. Ich kenne das. Oh, so eine Scheiße, ey. In der 80. das beschissene Gegentor gefressen. Und jetzt gibt's halt einfach so einen verschissenen Sonntagsschuss, so ein dummes Lackertor. So ein dummes Lackertor. Und ich werde halt das Spiel wieder verlieren. Ich hab's euch gesagt, es klingt komisch, aber 3 aus 10 Spielen gewinnen ist einfach unglaublich schwer. Und ich würde halt auch wieder sagen, ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe gut verteidigt. Was soll ich denn da anders machen bei so einem Schuss? Der war ultra schwer.
Der hatte keine gute Ausrichtung zum Tor, der hat den Volley oder Dropkick genommen, er hatte keine gute Ballkontrolle, er hat, glaube ich, keinen guten Druck dahinter bekommen, oder hätte keinen so guten Druck dahinter bekommen sollen, weil er den halt aus dem Stand nicht schießt, aus dem Stand fast schießt. Ja, was soll ich denn noch machen gegen solche Dinger? Klar war mein Tor auch Glück mit Smalling, aber ich hatte auch diesen sehr, sehr guten Schuss mit Reus zum Beispiel, der nicht reingeht. Der wahrscheinlich leichter war als das Ding, was hier gerade Sterling reinknallt. Sollte eins weitergehen auf Defoe. Natürlich muss dieser wichtige Pass dann falsch kommen, nachdem der Gegner einen Fehler gemacht hat. Konnte ja nicht anders sein. Ich mache einen normalen Pass, Shaqiri macht einen Laufpass draus. War einfach eine gute Idee, ihn als zweiten Stürmer dazu hinzustellen. Und noch ein Sonntagsschuss, noch ein Lackertor. Herzlichen Glückwunsch, ich verstehe es nicht. Brauche ich auch nicht mehr drüber aufregen. Ich habe auch keinen Bock mehr drüber zu reden. Was soll ich da machen? Es ist einfach individuelle Klasse und was hier für Distanztore alles reingehen, keine Ahnung. Herzlichen Glückwunsch, hast absolut verdient gewonnen. Cech sieht den, glaube ich, erst ziemlich spät. Aber auch von der Höhe und allem war natürlich gut geschossen. Geil, das jetzt anfängt zu laggen. Frage mich auch warum. Komisch, dass er erst auf Pause drückt und dann kommen die Lags. Das ist schon auffällig, dass jetzt die Lags kommen. Krass. So krass, ey. Hätten halt locker in mindestens zwei Situationen 2-0 in Führung gehen können. Scheißpass. Oh. Natürlich kommt über die Pace, was sonst? Komm schon, ich meine, es ist noch drin, zwei Tore zu schießen, aber halt am Ende, es ist halt so schwer. Wir haben alle keine Ausdauer mehr, oder die meisten. Gegner spielt jetzt logischerweise auch. Oh, fuck you. Defensiv, da sollte auch der Ball wieder nicht hingehen. Ich verstehe es nicht, warum läuft denn das so beschissen, ey? Verdreckte Pace jedes Mal wieder, ey. Storage zum Beispiel auch, das hat dieses eine Tor geschossen. Er reißt sonst nichts gegen mich, weil ich einfach weiß, wie ich den zu verteidigen habe. Und in dem Spiel schafft das natürlich irgendwie, sich da durchzusetzen, durchzuwursteln und schießt dann halt ein Tor. Das ist schon die 120. Na toll.
Shaqiri macht das Tor nicht, aber ist auch egal, wie gesagt, ist die 120. Oh, es läuft so geil, ey. Es läuft so perfekt mit der Mannschaft. Und ich meine, ich weiß, woran das teilweise liegt. Ich habe es euch gesagt am Anfang, direkt am Anfang habe ich gesagt, die knappen Spiele, ich werde so viele knappe Spiele einfach verlieren mit der Mannschaft, weil es läuft ja schon mit der Bundesliga und mit der Liga A Mannschaft, die deutlich besser ist, läuft ja auch häufig so. Und die ist halt einfach deutlich schlechter, die Mannschaft. Das ist so krass, ey. Die ganzen Lacker immer mit ihren Dreckstoren, die halt einfach das Glück haben, dass sie Premier League spielen und dadurch halt eine totale Top-Mannschaft haben. Das ist nervig. Und ich habe noch nicht mal so eine schlechte Mannschaft. Stellt euch mal vor, ich würde weiterhin mit der Mannschaft spielen, die ich ganz am Anfang gespielt habe bei der Premier League. Was da abgehen würde, da würde ich wahrscheinlich noch schlechter dastehen. Das ist so krass, ey. Und dann sollen wir noch mal bitte irgendjemand erzählen, sollen wir noch mal irgendjemand erzählen, es würde Handicap oder irgend so einen Scheiß geben. Das ist einfach das allerbeste Beispiel, dass es keins gibt. Ich habe mit der noch schlechteren Mannschaft, die dann nur 4,5 Sterne bewertet war und nicht mit 5 Sternen, habe ich noch schlechter performt als mit der Mannschaft. Und selbst mit der Mannschaft merkt man einfach, wenn der Gegner das bessere Team hat, vor allem wenn der Gegner halt diese Überstürmer hat, diesen Übersturm hat, das ist so schwer, weil die so viele, ja, 50-50-Situationen oder eigentlich sogar Situationen, wo ich sage, die sind besser, da stehen die Chancen besser für mich, einfach für sich selber, immer für sich entscheiden, dass einfach die individuelle Klasse so viele Tore schießt und so viele Spiele gewinnt. Das war eben gerade auch schon wieder individuelle Klasse und Luck, also oder vielleicht ist auch Luck und individuelle Klasse das gleiche, ich weiß es nicht. Und das ist jetzt ein relativ ausgeglichenes Team. Und das ist ja das beste Zeichen dafür, es gibt kein Handicap. Was soll denn das für ein Handicap sein? So von wegen, pack mal Bronzespieler rein. Da kommt wieder irgendjemand und sagt, ja, du musst halt dein Team unter 80 drücken in der Gesamtwertung oder irgend so ein Scheiß. Aber egal, neues Spiel, neues Glück. Konzentrieren wir uns mal. Oder versuchen es zumindest auf das Spiel hier und hoffen wir, dass es gewinnt. Wäre ein Sieg näher an Gold 3. Kommt wieder den zweiten Ball. Wir haben den Ball, verstehe ich jetzt auch nicht, aber ist egal. Guter Schuss meiner Meinung nach von Defoe. Es hat. Oh, ich habe eigentlich gedacht, ich komme zum Schuss. Das hat leider nicht gereicht. Ja, komm, wir machen wieder so einen arroganten Dreckspass. Vielleicht einen Tick mehr aufziehen. Ich glaube, auf Coutinho hätte ich nicht passen können. Da war jemand im Weg. Der V macht ihn richtig geil. Und das als kleiner Mann. Das ist, glaube ich, 1,70 oder so. Nice. Der V macht ihn. Sehr geil. Setzt sich durch. Setzt ihn ins lange Eck. Richtig nice. So, und jetzt bitte kein dreckiges, erlacktes Scheiß-Gegentor. Spiel's dir raus oder mach einfach keins. Oder ich mach einfach noch ein paar. Schade, das muss ich einfach mit Coutinho hinbekommen, den so zu dribbeln, dass ich den Ball am Gegner vorbeilegen kann.
Ja, es ist halt nicht so einfach mit Matic zu dribbeln, es ist kein Dribbelmonster, aber ich hätte halt fast alleine mit ihm aufs Tor zurennen können. Das wäre schon nice gewesen. Nein, das war dumm von mir. Ach, gut, ich mache teilweise schon blöde Aufbaufehler, also zumindest der war dumm. Boah, stehen aber zum Glück auch noch zwei von mir. Aber das, der kann auch easy reingehen. Ich glaube, das war der Gegner. Nee. Alter, das sind so schlechte Ecken. Weil solche hohen Dinger gehen einfach so gut wie nie rein. Die kommen einfach fast nie gefährlich. Meiner Meinung nach. Ja. Ihr habt's gesehen, er geht halt nicht dem Ball nicht entgegen, sondern muss halt irgendwie ganz, ganz. Oh, jetzt kriegt er den Ball weg. Ganz, ganz merkwürdig so nach hinten tippeln, um den Ball halt ja nicht zu bekommen. Kriegen wir mal den Ball weg, kriegen wir mal ein Aufbauspiel hin. Was so klar, dass er das macht. Ich bin zurückgegangen, aber er hat es auch geschafft, sich da durchzusetzen. Ah, der erste Pass von Sterling muss halt schon kommen. Oder der, vielleicht kam er auch, ein anderer hat noch nicht die Reaktion gehabt, den anzunehmen, keine Ahnung. Oh, Ball hin und es gibt einen Elfmeter oder zumindest einen Freistoß. Mann. Ich will das zweite Tor, verflucht. Na, klar, dahin soll das Ding. Genau dahin. Aber es ist schon wieder ein Fehler, sinnloser Aufbaufehler. Geiler Pass auf jeden Fall. Krass, hätte ich. Sinnloser Aufbaufehler, aber hätte ich auch nicht gedacht, dass der jetzt. Nicht ankommt. Komm schon, konzentrier dich. Wenn du das Spiel gewinnst, brauchst du nur noch. Wie hat der Gegner das oft geschossen? Ach ja, weil wir diese Phase hatten, wo wir nicht rausgekommen sind. Brauchst nur noch zwei Siege, um wenigstens Gold 3 zu erreichen. Es wäre trotzdem ein Armutszeugnis, wenn wir nicht mal Gold 2 schaffen. Aber Gold 3, wenigstens ein Megapack, geil angenommen von Defoe. Von Delofeu. Der war nicht schlecht, der Schuss, glaube ich. Das sah vielleicht nicht so aus, aber ich glaube, der war nicht schlecht. Aber egal, jetzt nehmen wir mal Reus, weil da wäre vielleicht rein. Komm, schieß das zweite, Mann. Mach's einfach und mach weniger Aufbaufehler.
Oh, genial gespielt. Genial gespielt. Gegner bricht ab, macht aber nichts. Genial gespielt. Oh, es war Matic, oder? Der den gemacht hat. Es war genau so geplant. Richtig schön gelaufen von Matic. Das funktioniert einfach viel zu selten in der Premier League. Richtig geil gelaufen. Der flache Schuss ins lange Eck klappt auch. Geil, Mann. Smalling bekommt das Tor nicht. Es wird als Eigentor gewertet. Vielen Dank. Und zwar von Kanté. Schade. Vorlagen Defoe. Sehr geile Vorlage auch. Nice. Jetzt brauchen wir nur noch zwei Siege. Gott, das wird mit Sicherheit die schlechteste Weekend League. Ich glaube, wir sind noch auf 13 Siege gekommen. Das ist unwahrscheinlich. Ich meine, für 13 Siege müssten wir jetzt noch 5 Spiele gewinnen. Aus 8 niemals. Das dürfen wir nur noch 3 verlieren. Das schafft man eh nicht. Die 8 werde ich auf jeden Fall am Sonntag jetzt spielen. Das heißt, jetzt mache ich keine weitere Aufnahme. Und wir brauchen halt jetzt, was habe ich gesagt? Noch 2 Siege für Gold 3. Ja, genau. 2 Siege. Und nee, 4. Wir brauchen 4 für Gold 2. Und ja, genau. 4 für Gold 2. Und das ist immer noch schwer. Aus 8 Spielen glaube ich ehrlich gesagt auch nicht dran, weil wir momentan einfach nicht jedes zweite Spiel gewinnen. Ja, jedes halbte Spiel. Und 2 Siege, ich hoff's, ey. Nur jedes vierte Spiel 1 gewinnen. Komm schon. Das muss da drin sein. Aus 8 Spielen noch 2 zu gewinnen, wäre echt geil. Was regeln da eigentlich? Ach ja, damit ist dann übrigens auch der Monatsrang Elite 3 im Arsch, aber okay, damit kann, ja, ich kann ja nichts dafür, wenn jetzt solche scheiß Voraussetzungen kommen und ich habe auch keinen Bock hier 500.000 Coins in so ein Team zu investieren. So, Moment, wo konnte ich das nachschauen? Wo könnte ich denn das nachschauen? Konnte ich denn das nochmal nachschauen? Bin ich doof? Wo konnte man denn die Weekend League Belohnungen nachschauen? Ach ja, hier. Gold 3 sind nur noch 20.000 Münzen. Das ist halt schon deutlich weniger. Ne? 10.000 Münzen ist schon nochmal ein ziemlicher Impact im Vergleich zu Gold 2. Von Gold 2 zu Gold 1 sind also 5.000 Münzen. 10 Münzen, 10.000 Münzen und okay, Packs sind ja genau gleich wie bei Gold 2, sehe ich gerade. Das sind echt nur die 10.000 Münzen Unterschied, krass. Okay. Ist natürlich trotzdem schade, nur Gold 3 zu erreichen, das wäre halt echt eklig. Kann man eigentlich schon sehen, was die übernächste Weekend League ist? Aber die ist dann, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die übernächste Weekend League dann wieder gar keine Voraussetzungen hat. Da Liga Santander plus Bundesligaspieler genau 18 Startelfen-Auswechslung. Ja, das war klar. Also, nachdem sie, das war auch so sinnlos, 2 Wochen in Folge, mega krasse Voraussetzungen. Und ich war eigentlich, bin schon davon ausgegangen, dass dann danach erstmal die Voraussetzung nicht mehr so krass ist. Ja, in dem Sinne, ich bin echt total unzufrieden, wie das läuft mit der Weekend League und der Premier League, aber ich versuche mein Bestes zu geben. Ich glaube, ich bin auch wirklich. Ich meine, ich bin ja, was das Selbsteinschätzen von der Emotion angeht, bin ich immer ziemlich ehrlich zu mir selber. Weil ich weiß, dass es anders nichts bringt. Wenn ich halt merke, dass ich emotional gespielt habe, dann gebe ich das ja auch immer direkt zu und versuche es halt dadurch dann abzustellen. Und ich muss echt sagen, dafür, wie beschissen das läuft in der Premier League, bin ich eigentlich verdammt ruhig geblieben, finde ich zumindest. Also, ich kann auch nicht sagen, klar, ein, zwei Spieler hätte ich bestimmt mit weniger Emotionen spielen können, wäre vielleicht mehr drin gewesen. Aber im Großen und Ganzen, ja, weiß ich nicht. Würde ich sagen, ich bin echt ruhig geblieben und es läuft trotzdem total scheiße. Also, es ist echt das Team einfach, zum Teil. Und ja, dieser eine Disconnect, der von mir angeblich ausging, der nicht von mir war, ist natürlich auch scheiße, wobei ich auch ganz ehrlich zugeben muss, ich lag 2-0 hinten gegen ein mega krasses Team. Das hätte ich mit Sicherheit eh nicht aufgeholt. Deswegen Glück im Unglück irgendwie, dass es wirklich passiert ist, als ich eh schon fast hoffnungslos hinten lag, aber natürlich trotzdem ärgerlich. Naja, macht's gut, bis zum nächsten Mal und dann am Sonntag gibt's die 8 restlichen Partien und ich hoffe, dass ich wenigstens noch 2 Siege schaffe. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss, euer Paxis.